Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays und heute spielen wir weiter The Witcher 3 und wir sind gerade hier in dieser Untersuchung stehen geblieben. Wir müssen diese Bruchbude untersuchen, also dieses kaputte alte Haus. Aber zuerst plündere ich ein bisschen was hier, so wenn er schon nicht mehr zu gebrauchen ist, dieses Haus. Vielleicht gibt es hier gute Sachen. Bisschen Licht anmachen mit Feuer. Warum nicht? So. Ein paar Bücher klauen. So, perfekt. Und jetzt gehen wir mal diese Spuren nach. Ich habe die schon mal untersucht. In die letzte Folge. Und jetzt gehen wir mal weiter nach oben. Mal gucken, was er uns da so oben erwartet. So. Noch mehr Sachen zum Klauen. Untersuchen. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri. Okay. Oh, da ist noch ein versteckter Zimmer. Geile Sache. Aber zuerst gehe ich mal hier was untersuchen. Vielleicht gibt es hier auch was gute Sachen. Ah, okay. Von hier kommt die Flasche. Ein Brief. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Okay. Erkunde den anderen Raum mit Hilfe der Hexersinn. Okay, alles klar. Welcher andere Raum? Bestimmt dieser. Ah, da ist was aufgegangen. Okay, habe ich nicht gesehen. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ein Fleck. Wövernöl. Okay, bisschen untersuchen. Was eine ist das? Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wövernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. So, wieder ein paar Bücher klauen. Den Brief mitgenommen. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte, nicht gut. Okay. Ich muss nach unten sehen. Aber zuerst will ich diese Truhe plündern. Und da war nur ein Schwert. So, jetzt gehen wir mal nach unten und gucken mal, was da für die Schritte kommen. Welche Besuch wir haben. Besuch? Der ist schon da. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeihe meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache, Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache Freihaus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen?
Ich bin sehr neugierig. So. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Okay, was soll ich machen? Ich versuch mal. Ich habe gelogen. Aber nur teilweise. Ich hörte von Halblöwen, von Halbadlern, von Mädchen, die zur Hälfte Fische sind. Aber so etwas wie eine halbe Lüge, das gibt es nicht. Ich versuche es trotzdem. Henkel habe ich nicht gesehen, aber Menge hat deinen Schatz tatsächlich. Das hast du wohl in der Glaskugel gesehen. Vielleicht. Berufsgeheimnis. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Okay. Egal, ich sage, die Informationen sind überholt. Wir sind kein... Ja, ich weiß. Ihr habt euch eine Woche nach dem Gipfel in Loch Muin im Wald getrennt. Da, wo die Lixella in den Ponta fließt. Aber du weißt ja, alte Liebe rostet nicht. Erste Liebe. Woher zur Hölle? Das ist mein Geheimnis, Turteltäubchen. Muss jetzt wirklich los. Viel Glück. Du hättest nicht so heftig widersprechen müssen. Was hättest du an meiner Stelle gesagt? An deiner Stelle wäre mir egal, was ich Dijkstra sage. Komplett. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Tris, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Alles klar. So, also dann machen wir als nächstes die nächste Folge mit, wir machen jetzt direkt gleich um Mitternacht zu treffen mit hier diesem Priest. Das muss gleich irgendwo hier in der Nähe sein. So. Noch 50 Fuß. So ungefähr 50 Fuß, jetzt weniger. So, hier müssen wir Mitternacht, also um 12 Uhr. Also, wir müssen meditieren bis 12 Mitternacht. Zack. Meditieren. Jawohl. Also, perfekt. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist.
Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Ja, okay. Erklärst du mir das? Erklärst du mir mal, was du vorhast? Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Na schön, und dann? Schön. Sagen wir, machen sie schlucken wir den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Komm, wir gehen. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Naja, wieder laden. Ja, doch, schneller. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Okay. Wiederladen. Sehr schön. So muss es sein, immer laden. Perfekt. Die Geheimnisse der schwarzen Bildschirm. So, jetzt. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. So, ich will mit Manga reden. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Oho. Okay, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ob ihr euch auskennt, frage könnt. Hier, das untere bestimmt fängt Schlägerei an. Bei den zwei bin ich mir nicht so sicher, welche ist besser zu antworten. So, liebe Freunde, ich mach mal jetzt dann kurze Pause.
Ich denke mal nach, was ich antworten soll. Ja, und dann schalte ich mal wieder an. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.